So, meine Freunde, servus und herzlich willkommen bei Metro Exodus. Wir starten hier, weil ich wollte keine Filter verschwenden fürs Intro. Machen wir weiter. Oh shit. Ah, 3 Minuten. Das ist schon mal gut. Ah. Wir haben wieder Filter, Leute. Aha, wir haben eine Leiche, die die Maske aufgesetzt. Ja. Oh shit. Ach, wir müssen dahinter. Da hoch nicht, okay. Noch ein Buch. Alles Strahlenschutzstoff, okay. Lieferschein. Ach du meine Scheiße. Geh zu Artyom. Eine Leiche. War klar. Machen wir mal Saft an. Es öffnet jetzt wieder irgendeine Tür wahrscheinlich. Ah, diese jedenfalls nicht. Servus.
Alter! Oh, sorry. Ein Moment. So, da war der Controller leer. Renatium! Gefunden, Liebling. Ist schon in Ordnung. Ich weiß, du hast es versucht. Ach, Baby. Schade auf dich. Finden wir doch schon. Alles ich gut. Ich weiß, dass du da bist, Alan. Du bist hier. So lieb. Ach, doch. Tut mir leid.
Holy shit. Okay. Jetzt haben wir nur noch das Knacken des Geigerzählers. Ein Licht, okay. Wehe, du stirbst. Denk nicht mal daran. Was soll ich dir denn dann sagen? Eine gute Frage, Müller. Nicht schlafen, Soldat. Jetzt nicht schlafen. Immerhin habe ich dich gefunden. Ich weiß nicht, wie... Bleib bei mir, Artyom! Ich wäre wieder alleine. Steh auf, schnell! Er schläft. Wenn sie so werden, lässt man sie besser in Ruhe. Von hier aus geht es nur noch geradeaus. Er wollte mir das Fahren beibringen, aber... da wurde nichts draus. Okay. Er hat die Karte gefunden. Hat gesagt, Papa wäre ein echter Held. Dass er uns alle gerettet hätte. Auf dem Rückweg wurden wir von Mutanten angegriffen. Aber er hat sie alle erschossen. Peng! Genau zwischen die Augen. Da lang? Ja. Mille ist schon cool. Oder muss ich jetzt sagen, war, weil ich habe das Gefühl, er lebt nicht mehr. Wow, so viele Autos. Ja, stimmt. Ich wollte schon sagen. Das ist der Mond. Wie schön. Ich wollte schon sagen, war der nie oben? So viele neue Sachen. Anscheinend ja. Anscheinend hat er das sein ganzes Leben in der Metro verbracht. Wo lang? Da lang.
1. Alles zugestellt. Und nun entfernen wir da lang. Hey, wach auf! Ich versuch's. Bitte, nicht einschlafen. Und nun? Und der Junge ist weg. Der Junge ist doch da. Okay, ist das anscheinend unsere Route, oder? Okay. Vorsichtig. Artyom, hörst du mich? Seid vorsichtig. Er ist stark verstrahlt. An der Leiche des Obersts bekam ich nicht mal eine ordentliche Anzeige. Die Skala hat nicht gereicht. Halte durch, Artyom. Wir bringen dich wieder auf die Beine. Wie konnte das nur passieren? Konzentrier dich, Katja! Was macht er? Sag schon! Wir müssen ihm so viel Blut wie möglich geben. Also eine Transfusion. Wird ihn das retten? Ja. Es wird ihn etwas länger am Leben halten. Solange es Blut gibt. Welche Blutgruppe hat er? AB positiv. Dann können wir ihm jede Blutgruppe geben. Hol alle her! Nicht einschlafen, Artyom! Du darfst jetzt nicht schlafen! Hallöchen, Artyom. Wie wäre es mit einem Spaziergang?
Im Untergrund ist es doch langweilig geworden. Es reicht, Stepan. Mehr kannst du nicht spenden. Ah, er ist wach! Kannst du mich hören, Artyom? Wage es nicht, jetzt zu sterben. Bloß nicht! Du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Und Kinder, also kämpfe dafür! Kämpfe! Warum hast du aufgehört? Wolltest du nicht immer nach draußen? Hast du nicht die Luftschleuse am Botanischen Garten geöffnet? Hier ist es viel besser. Das ist nicht dein Ziel, Artyom! Du bist noch nicht da, nicht einmal annähernd. Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse. Nicht dein Ziel. Hörst du mich? Gib mir deine Hand. Oh, du glühst ja. Naja, ich hoffe, mein altes Blut stellt mit deinem Kopf etwas an. Na los, auf geht's. Also gut, mein Freund. Zeit, dass etwas Qualitätsblut in deinen Körper kommt. Damit bist du im Nu wieder auf den Beinen. Oder ich fress meine Schuhe. Weißt du, endlich habe ich das Gefühl, irgendwo hinzugehören. Ich bin kein Außenseiter mehr. Du hältst uns zusammen, Artyom. Du musst überleben, für uns alle. Lass uns zum Gipfel gehen. Hör mal, Artyom. Du hast eine Frau und musst mir dir Kinder zeugen. Und meine Verlobte ist noch immer in Moskau. Wir müssen in der Metro noch alles gerade rücken. Also wage es nicht, hier zu sterben. Sieh nur, Artyom. Der Baikalsee. Man möchte glauben, dass hier ein richtiges Leben möglich ist. Anders als in der Metro. Ich wollte nur sagen, dass du recht hattest, Artyom. Dass du uns rausholen, hierher bringen wolltest. Und ich, alter Narr, hatte einfach nur Angst. Angst vor dem Leben, wie ich jetzt begreife. Sieh mal, er lächelt. Er lächelt im Schlaf. Er scheint sogar etwas zu sagen. Es ist das Fieber. Er bleibt förmlich. Diese Welt ist jeden Preis wert, Arthur. Du warst immer bereit. Und ich, ja, hing zu sehr an meiner Stellung. In der Metro. Ich entschuldige mich für das, was Anna zugestoßen ist. Dafür, dass ich dir die Schuld gegeben habe. Hätte ich nicht allen etwas von den Besatzungstruppen erzählt, wäre sie dort nie gestürzt. Artyom, ich flehe dich an. Stirb nicht. Bitte bleib bei mir. Ich will dieses Leben nicht, wenn du nicht Teil davon bist. Hörst du mich? Sieh mich an, Artyom. Sieh mich an, bitte. Tja, wegen Anna. Du wirst auf sie aufpassen müssen, nachdem ich das nun nicht mehr kann. Es ist mir egal, ob ihr zu mehr geht. Hauptsache, du bleibst bei ihr. Ich versuche, sie abzuhalten. Sie kann kaum selbst stehen, will ihm aber all ihr Blut geben. Wenigstens hat das Medikament geholfen. Es ist ein Wunder. Ich habe eine Tochter. Aber ich wollte auch immer einen Sohn. Einen richtig sturen. Genau wie ich. Wie du. Es gefällt mir hier wirklich gut. Es ist so sauber. Ich möchte hier bleiben. Für immer. Kannst du das bitte für mich arrangieren? Und das Wichtigste überhaupt. Meine Zeit ist abgelaufen, Artyom. Jetzt bist du an der Reihe. Führe sie an. Vergiss nicht, dass ich den Orden gegründet habe, um Menschen zu retten.
alle Menschen. Atjo, vergiss das nicht. Denn ich hatte es vergessen. Auf Wiedersehen, Kommandant. Zeit aufzuwachen. Na los, erhebe dich und glänze, mein Sohn. Das Fieber ist da. Ich glaube, es geht ihm besser. Er braucht das. Du auch. Es geht wieder auf. Wir haben den Ort aus meinem Traum gefunden. Dieser Hügel am Ufer des Baikalsees, zu dem Miller mich mitgenommen hatte. Ein sauberer Ort. Genau wie er sagte. Alles ist hier sauber. Wir haben ein neues Zuhause gefunden. Am Fuß eines Hügels mit Blick auf einen See. Ein Zuhause, in dem unsere Kinder aufwachsen können. Die nicht in feuchten und dunklen Tunneln, sondern unter blauem Himmel und heller Sonne geboren werden. Meine Damen und Herren, als ranghöchster Offizier möchte ich vorschlagen, die Kommandantur des Ordens auf Artyom zu übertragen. Einstimmig angenommen. Also, wie lauten Ihre ersten Befehle, Herr Kommandant? Ich würde sagen, wir gehen alle nach Hause. Aber dieses Zuhause scheint für uns zu groß zu sein. Ihr wisst schon, der Oberst sagte, er hat den Orden gegründet, um Menschen zu retten. Alle Menschen. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir diese Pflicht erfüllen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Spiels. Ich dachte mir schon, dass das der letzte Part ist. Ja, was soll man sagen? Mega geil. Grafik, Bombe, wie die Vorgänger. Bomben geil. Die Story, ja, war auch gut. Aber man hätte auch das ein oder andere natürlich besser machen können. Aber im Kompletten geil. Der einzige negative Aspekt, den ich habe, dass Atjom nicht spricht. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten Bombe. Diese Open World, geil. Das Crafting-System, mega gut. Also im kompletten Ganzen kann ich an das Spiel, wenn ich abziehe, dass Atjom nicht spricht, eine gute 9,5 von 10 geben. Also fast volle Punktzahl. Wenn sie Atjom noch mit vertont hätten, hätte er die volle Punktzahl gekriegt. Ja, damit ist dieses Metro beendet. Bevor ich es vergesse, ich habe mitgekriegt, dass Dimitri Glukowski, der Autor des Buches, der Buchreihe von Metro, kein weiteres Buch mehr schreiben möchte. Oder kein weiteres Metro-Buch mehr rausbringen wird. Bedeutet, es wird kein weiteres Buch geben. Das bedeutet es. Das kann, also heißt es im Grunde, es steht offen, ob noch ein weiterer Metro-Teil folgt. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, ja, es wird noch einen Teil geben. Ich wünsche es mir. Ich kann es offen und ehrlich gestehen. Metro ist eins der besten Apokalypten-Shooter, die ich je gespielt habe. Das kann ich offen gestehen. Ich habe Stalker schon x-mal durchgespielt. Ist mega. Metro 2033. Hammer. Last Light. Bombe. Metro Exodus. Bombe. Also ich würde sagen, Metro Exodus hat beide Vorgänger locker flockig in die Tasche gesteckt. Das wäre jetzt meine offene Meinung. Aber damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Nochmal ein Sorry für meine Fail-Compilations in diesem Spiel. Ich habe Metro schon seit Jahren nicht mehr angerührt.
Aber ich kann so viel sagen, ich werde das Spiel auf jeden Fall privat locker noch 3-4 Mal durchspielen, wie auch die Vorgänger. Aber jetzt komme ich mal zum Ende des Videos und des Projekts. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns im nächsten Projekt hier auf diesem Channel definitiv wieder. Bleibt auf alle Fälle am Ball, bleibt uns auf alle Fälle treu und bis zum nächsten Projekt. Euer Sacker.